Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Fazitvideo vom Staubsauger, also von dem, den ich mir geholt habe. Den haben einige vielleicht bei Odin mal shoppen gesehen. Vor dem Video kam auch das Unboxing-Hardware-Video, wo wir den zusammengebaut haben und mal geguckt haben. Das habe ich extra so lange gewartet mit dem Veröffentlichen, weil ich erstmal noch ein bisschen testen wollte. Ich habe mir jetzt knapp 2 Wochen so in etwa im Test, habe den Behälter natürlich auch mehrmals schon voll gehabt. Und ja, an sich ein schönes Teil. Er hat mir auch vieles vereinfacht. Ich brauche halt nicht jedes Mal den großen Staubsauger rausholen, weil der Bosch-Staubsauger schon ziemlich schwer ist und im Schrank und dann eh alles raus und der hängt so und dann kannst du ihn einfach nehmen und das ist halt schon allein vom Platz ist es schon, Platzverhältnis ist es schon ein Ersparnis. Aber er ersetzt keinen vollwertigen Staubsauger. Dafür hat er einfach zu wenig Power. Und der Akku ist halt auch nicht so lang. Von der Dauer her, also ist was für zwischendurch. Ja, Kinder kommen rein, Sand im Flur. Der Kater hat mal wieder halbe Katzenklo außerhalb vom Katzenklo verteilt. Ja, weil er rumgeschart hat, bis zum geht nicht mehr. Pft. Oder die Wohnung mal schnell so durchsaugen wegen Wollmäusen oder ein bisschen Staub, Dreck, hast du nicht gesehen. Das ist okay, aber einmal die Woche oder so würde ich dann mit einem vollwertigen Staubsauger trotzdem nochmal lang gehen, weil dafür hat er halt nicht die Power. Ich schaffe mit ihm Küche, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Kinderzimmer wird dann schon problematisch, weil dann die Akkuzeit runtergeht. Weil ich muss ja dann ums Sofa dann auch nochmal mit der Tülle so ein bisschen rumgehen. Weil ich komme ja mit dem nicht ganz unter das Sofa rum da und in eine Ecke drin. Deswegen, oder um Kratzbaum, ja, scharfe Kanten oder vom Lowboard so. Dann bleibt er mal, wenn der Akku dann halt runter ist, er hat dann halt nicht mehr so viel Power, dass er halt dann so viel saugen kann. Dann brauche ich dann halt Ditte, dass er dann halt wirklich vorne, dass ich an der Kante dann nochmal wegsaugen kann. Und dann halt Akku. Ja, Kinderzimmer müsste ich dann, kann ich dann auch noch, aber dann muss ich halt ein paar Mal rüber gehen, weil ab einer gewissen Akkuvolumen ist halt nicht mehr die Power da, die er am Anfang hat. Bis so um die 60, 65% saugt da okay. Bis so 75% hat er richtig Power. Und dann halt geht er halt was runter bis 60, 65% und dann danach saugt er auch noch. Aber man spürbar weniger. Ja, da muss man dann saugen, nochmal den Akku laden. Schade ist, dass halt kein zweiter Akku mit drin ist. Ja. Der ganze Mechanismus hier, um die Sachen hier zu befestigen, das ist eigentlich ganz gut. Ja, geht ganz schnell. Finde ich ganz gut. Auch hier die Stange. Ja. Und dann hat man halt hier vorne. Ja. Da ist ein Plus- und Minuspol. Das haben wir dann halt hier auch. Eine Stange hier unten sieht man halt schlecht. Und auch hier unten sieht man halt auch schlecht. Das ist halt dafür, dass hier Licht ist und dass sich die Rolle dreht. Ja. Wenn die Rolle mal nicht mehr gut ist, Ersatz gibt es dafür nicht. Ich finde es auch schade, dass man den Mechanismus von der Rolle halt nicht so gemacht hat, dass vielleicht von einem preisgünstigen Staubsaugerroboter oder was weiß ich, dass da irgendwas auf dem Markt ist, dass man das halt ersetzen kann. Weil wenn wir das hier rausnehmen, man kann es rausnehmen zum Saubermachen, logischerweise. Das ist hier raufgenietet. Ja. Und da ist auch was dran. So was Blaues, das ist halt. So. Das ist halt ein bisschen doof. Er saugt. Das ist ein bisschen leichtgängig, da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen, damit das vor, zurück, links, rechts leichtgängig ist. Da ist er mir in der ersten Zeit ab und zu mal abgehauen. Ja, ich habe gesaugt. Und dann auf einmal macht er nach rechts oder nach links. Da muss man sich dran gewöhnen. Nach einer Weile hat man sich aber dran gewöhnt, aber ab und zu passiert es mir trotzdem noch. Ja. So, hier haben wir denn den Knopf für an.
Und wenn man hier drauf drückt, macht er volle Power. Und hier halb. So. Man kann auch nicht nur an, aus und halt Normalmodus ist halt immer an und dann halt noch einen Knopf drücken für einen Turbo-Modus. Hier ist halt das für Maximum. Ich muss mal gucken, kann man zoomen? Das will er jetzt gerade hier nicht oder was? Ich sehe das halt schlecht auf dem Bildschirm. Hier ist das Maximum. Wenn ihr kleine Sachen saugt, könnt ihr bis hoch voll machen. Ah, so Staub, was weiß ich, Katzenstreu. Wenn ihr jetzt so eine Wollmaus drin habt oder mehrere Zeug habt, was sich denn zu einer großen Wollmaus hier, wie hier, habe ich extra drin gelassen zum Zeigen, verdichtet, dann habt ihr so einen großen Klumpen. Ja? Und wenn da natürlich mehrere so einen großen sind, dann geht das relativ schnell hier hoch und dann blockiert das und dann dreht sich das nicht mehr und dann hat er spürbar weniger Power. Er saugt noch mit ganz wenig Power, aber er saugt halt noch. Da müsste man dann entleeren. Und der Mechanismus hier unten, den finde ich dann halt sowieso. Also das ist, macht das, was das soll, aber ich finde das halt ein bisschen doof gelöst. Also wenn man hängen bleibt hier zum Beispiel, kann das hier unten aufhören und dann kommt alles raus. Muss man halt aufpassen beim immer hinstellen und nicht einfach so wegnehmen, weil dann hat man das offen, wenn irgendwie eine Kante ist oder so. Aber so hat er mir einiges erleichtert. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Aber mal gucken, was die Zeit noch bringt und die Jahre. Ich hoffe, dass in einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht welche auf dem Markt sind, die noch mehr Power haben. Ersatzakku oder der Akku länger hält. Das wäre schön. Und auch hier vorne, das ein bisschen besser gelöst ist, dass man da Ersatzteile kriegt. Oder wenn hier mal was sein sollte, weil dann kann ich nur noch als, wenn das hier nicht mehr funktioniert, dann kann ich nur noch als Handstaubsauger benutzen, ja, um die Couch zu machen oder so. Aber das Ding wäre dann halt hinfällig, weil wenn das hier kaputtieren sollte, das finde ich ein bisschen schade. Da müsste man mal gucken. Ich habe auch beim Hersteller noch keinen Ersatz, also ich habe bei Amazon geguckt, habe aber noch keine Ersatzteile gefunden, dass es da irgendwie Ersatzteile gibt. Vielleicht kommt das ja noch. So. Weil sobald es da Ersatzteile gibt, würde ich mir natürlich auf jeden Fall einen Ersatzakku bestellen. Und vielleicht ein Ladegerät, weil mit dem dünnen Ladekabel und so, das ist halt dann lieber ein Ladegerät, was man hinstellt. Nimmt zwar mehr Platz weg, aber das steht da, dann kann man den reinmachen, besser als dieses dünne Kabelchen und hast nicht gesehen, was dann auch mal wegkommen kann. Da wäre halt schön bei der Halterung jetzt zum Beispiel, ja. Das ist jetzt die Halterung, dass da vielleicht noch eine größere Halterung wäre, dass man das dann so anbaut und dann halt hier, was weiß ich, wenn man den reinmacht, na, wo ist er denn? So. So. Achso, falsch rum, Entschuldigung. So. Wenn der denn so drinne ist, dass man dann praktisch, könnte man natürlich den Kabel hier langlegen und hier laden, weil hier ist das Loch, ja, das würde gehen. Aber schöner wäre halt, wenn daneben hier noch ein Fach wäre, wo man halt den Akku dann einfach, bevor man den dann halt drin macht, so, und dann halt vielleicht hier reinfährt und dass er dann beladen wird, ja. Das wäre halt schöner. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Erstmal macht er das, was er soll, ja, aber der Preis, ich weiß nicht, ob der rechtfertigt ist, kann schlecht beurteilen. Ich habe viele Kommentare bei Amazon zu anderen Staubsaugern gelesen, die weniger Power haben sollen als der. Die waren teilweise zufrieden, teilweise nicht zufrieden. Ich kann halt nur sagen, für meine momentane Situation, also ich habe hier 54 Quadratmeter, ist er halt okay, schnell rausgeholt, kannst du schnell mal was wegsaugen, ja, oder auch so schnell mal durchsaugen, wenn du den großen Staubsauger jetzt nicht rausholen willst gerade. Aber er ersetzt halt definitiv nicht einen großen, richtigen Staubsauger. Dafür hat er zu wenig Power, dafür geht der Akku dann zu schnell runter. Wie gesagt, ich habe leider noch keinen Ersatzakku gefunden, sonst hätte ich einen Ersatzakku bestellt. Ich werde aber den Hersteller mal kontaktieren, ob es dafür Ersatzakkus gibt. Weil das würde mir dann viel helfen, wenn ich
zwei Akkus hätte. Dann könnte ich einen nehmen, einmal durchsaugen, ja, und mit dem Rest Power, was halt noch da ist, um eine Couch rum, so Kleinkram, wo du halt ruhig ein, zwei Mal rübergehen kannst und dann Akku tauschen, an Ladegerät, neuen Akku gleich ruf und dann kannst du gleich weiter Kinderzimmer, Kratzbaum richtig und noch ein paar Sachen machen. Und der andere lädt in der Zeit, ja. Das wäre halt schon von Vorteil. Aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein mit dem Heatings. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Heatings. Heatings Staubsauger. Ich werde euch verlinken. Wenn ihr Erfahrung mit so einem Handstaubsauger habt, postet die gerne mal runter. Wenn ihr da Empfehlungen für mich habt, postet die auch gerne runter. Ich bin dafür jeden Vorschlag offen. Und ich bin jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.